Wie du aus einem einfachen Mono-Delay so ein Ping-Pong-Delay machst, erfährst du im folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Tom Wettstein und heute zeige ich dir einen Trick, wie du aus einem Mono-Delay ein Ping-Pong-Delay machst. Dazu benötigst du lediglich ein einfaches Mono-Delay und zwei Busse. Falls du dieses Video auf einem mobilen Telefon anschaust, bitte benutze deine Kopfhörer, sonst hörst du den Effekt nicht, da diese Devices nur im Mono abspielen. Also, lass uns gleich loslegen. Für unser Beispiel benutzen wir einen Side-Stick. Der klingt so. Wenn wir ein normales Mono-Delay dahinter setzen, entsteht dieser Effekt. Altbekannt, die Wiederholungen sind alle in der Mitte. Was wir jedoch möchten, ist, dass sich die Wiederholungen links und rechts abwechseln. Dazu route ich das Signal auf einem Bus und lade ein Delay hier rein. Wichtig ist, dass das Delay nur eine einzige Wiederholung hat. Das klingt dann so. Das setzen wir jetzt nach links. Jetzt möchten wir noch ein Delay rechts haben. Jetzt nehmen wir dieses Delay-Signal und routen es auf den Bus 2. Und auch hier setzen wir ein Delay. Wir kopieren eigentlich das erste und setzen diese Spur rechts ins Panorama. Was wichtig ist, ist, dass diese Routings Pre-Fader sind. Ansonsten, ja, wenn wir hier das Signal rechts haben und nur links ausgegeben wird, dann steht kein Delay. Das klingt also so. So, jetzt haben wir eine Wiederholung links, eine Wiederholung rechts. Jetzt nehme ich das rechte Signal und route es wieder auf den Bus 1. Natürlich auch wieder Pre-Fader. Das heißt, das Signal geht zuerst durch das erste Delay, wird links ausgespielt, geht durchs zweite Delay, wird rechts ausgespielt, wieder zurück ins erste, dann wieder ins zweite und so weiter. Das klingt dann so. So haben wir also aus einem Mono-Delay ein Ping-Pong-Delay gemacht. Wir können jetzt natürlich noch ein bisschen exotischere Einstellungen machen. Beispielsweise hier ein 16. Oder einen punktierten 16. Das Ganze auch triolisch, vielleicht so. So. Oder einfach ganz schnell. Die Länge des Delays bestimmst du eigentlich mit der Lautstärke. Das heißt, wenn ich hier wet lauter mache und das Delay kopiere, dann wird auch das Delay länger. Smarte Routings ermöglichen dir, coole Effekte zu produzieren, die du sonst in einfachen Plugins nicht findest. Experimentiere selbst ein bisschen rum, du findest sicher auch ein paar exotische Anwendungen. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es, gib einen Daumen hoch und schreibe was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.